Los geht's, AJ! Befreien wir Reifenhausen von den zerstörerischen Robotern! Dann mal los, Blaze! Roboter Power! Juhu! In uns steckt allerlei Technik. Wir sind gebaut, um stark zu sein. Gesteuert durch Elektronik. Haut unsere Power richtig rein. Wir sind schon auf Touren. Mit uns geht es ab, denn wir machen die Schlamm. Roboter Power. Frostfleck, da ist er! Der Roboter mit der Schallwellenkanone! Wow! Der hat wirklich viel Power! Wir brauchen einen Plan, um auch ihn aufzuhalten! Ich hab einen Plan! Gabby! Mann, sind wir froh, dich zu sehen! Okay, Gabby, wie sieht dein Plan aus, um den letzten Roboter zu stoppen? Ich zeig's euch! Der Roboter schießt mit seiner Schallwellenkanone durch eine Öffnung im Bauch. Aber wenn wir die Öffnung verstopfen, dann kann er nicht mehr schießen. Da! Ich wette, der Reifen da könnte die Öffnung verstopfen. Danke, kleiner Freund. Es wird Zeit, auch diesen Roboter auszuschalten. Roboter Power! Roboter schießt Schallwellen mit der Kraft von 9. Und meine Kraft ist 5. Was ist mehr? 5 oder 9? 9! Richtig! Die Schallwellen des Roboters sind stärker! Um mehr Kraft zu kriegen, müssen wir wohl schneller rennen. Alles klar, das kriege ich hin. Seht, meine Kraft ist jetzt 7 und seine Schallwellen haben die Stärke 9. Was ist mehr? 7 oder 9? 9. Das heißt, die Schallwellen des Roboters sind immer noch stärker. Wir müssen den Roboter besiegen. Es wäre gut, wenn wir noch viel schneller rennen könnten. Ich habe da eine Idee. Geben wir unserem Roboter doch einfach Turbo Speed. Jaha! Damit ich Roboter Turbo schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Meine Kraft ist nun auf 10. Und die Kraft des Roboters ist 9. Was ist mehr? 10 oder 9? 10! Das heißt, ich habe nun mehr Kraft. Es hat geklappt! Wir haben es geschafft! Juhu! Ja! Roboter Blaze! Das war super, Roboter Blaze! Du bist ein Held! Ha? Hört mal! Das klingt nach einer Sirene! Und seht mal da! Rauch! Kommt mit! Das sehen wir uns näher an! Rostfleck! Hier brennt's ja überall! Gut, dass die Feuerwehr schon da ist, um alles zu löschen. Also dann, Feuerwehr-Trucks, ran an die Schläuche und die Ventile öffnen. Immer weiter spritzen.
Bei einem so großen Einsatz wie hier brauchen wir 5 Feuerwehrtrucks, um alle Flammen zu löschen. Aber Chef, wir sind doch gerade nur zu viert hier. Wir brauchen ganz schnell noch einen Feuerwehrtruck. Blaze, wir müssen ihnen helfen. Und ich weiß auch schon wie. Wir machen aus mir einen Feuerwehrtruck. Zuerst brauchen wir einen Schlauch, durch den das Wasser fließen kann. Um den Schlauch zu machen, ruft Schlauch! Schlauch! Okay, jetzt brauchen wir ein Ventil. Wenn wir das Ventil öffnen, kann das Wasser durch den Schlauch fließen. Um ein Ventil zu machen, ruft Ventil! Ventil! Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch eine Feuerwehrleiter, durch die man den Schlauch hoch und runter fährt. Um sie zu machen, ruft Feuerwehrleiter! Feuerwehrleiter! Ja! Jetzt bin ich eine Feuerwehr-Monstermaschine! Klasse! Und jetzt helfen wir den Feuerwehrtrucks! Feuerwehrtruck Blaze meldet sich zum Dienst, Chef. Ich bin bereit, beim Löschen der Feuer zu helfen. Fantastisch! Dann zeig mal, was du drauf hast. Schnell, helft mir, das Ventil zu öffnen, damit das Wasser rausspritzen kann. Ruft, öffne das Ventil. Öffne das Ventil! Funktioniert! Wir können das Feuer löschen! Ja, es klappt! Ja, super! Gut gemacht! Ja! Fantastische Arbeit, Männer! Sieht so aus, als hätten wir... Oh nein, Chef! Ich sehe da unten noch mehr Brandherde! Und sie bewegen sich auf den Wald zu! Keine Sorge, Chef! Ich kann die Feuer löschen, bevor sie den Wald erreichen. Wenn ich mit Turbo Speed fahre, bin ich super schnell dort. Dann tu das, Blaze! Um Turbo schnell zu fahren, müssen wir sagen, gib Speed! Alle zusammen, gib Speed! Du schaffst das! Macht euch bereit, Blaze! Die Feuer sind direkt vor uns! Helft mir alle dabei, die Feuer mit dem Wasser zu löschen! Wenn ihr ein Feuer seht, ruft Feuer! Feuer! Wir haben es gelöscht! Jetzt löschen wir noch die restlichen Brandherde. Immer wenn ihr ein Feuer seht, ruft Feuer! 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 Ja! Ja! Juhu, ja! Geschafft! Wir haben die Bäume gerettet und alle Brandherde hier gelöscht. Ja, Blaze! Ich wusste, dass du es schaffst! Großartig, Blaze! Du bist ein Held! Genial! Super gemacht, Blaze! Hey, Blaze! Dein Feuerwehrabzeichen! Du hast deinen letzten Stern bekommen! Wow! Ich hab's geschafft! Herzlichen Glückwunsch, Blaze! Du hast bewiesen, dass du mit jedem Notfall fertig wirst! Du bist jetzt offiziell ein Feuerwehrtruck! Oh, ich bekomme einen eigenen Feuerwehrhelm! Danke, Chef! Ein Hoch auf Blaze, Jungs! Das neueste Mitglied der Reifenhausener Feuerwehr! Yeah! Familie Picky, das sind wir, denn wir sind so gerne Pickys. Zusammen zetteln wir in dem Revier. Wir sind gewandt und rasant und dazu auch noch verwandt. Und darum sind wir als Familie gerne hier. Meine Cousins hier. Ich bin Ben. Ich bin Ken. Und ich bin Sven. Und keine Arbeit ist uns hier zu schwer. Und meine Schwestern. Lilly. Lilly. Tilly. Das Spielen an der Luft gefällt uns sehr. Familie Picky, das sind wir. Denn wir sind so gerne Pickys. Unser Stammbaum, der ist wirklich eine Zier. Weil wir ganz witzeln und witzeln, uns gegenseitig kitzeln, sind wir gerne als Großfamilie heute hier.
lebendigsten blauen Fisch, den es bisher je gab. Ich bin kein Fisch. Das gab's bisher noch nie. Probier vielleicht mal die. Die Brille lag vergessen auf dem Tisch. Ups, Familie. Pinky lassen wir, denn wir sind so gerne Pinkies. Zusammen zelten wir in dem Revier. Wir sind gewandt und rasant und dazu auch noch verwandt. Und darum sind wir als Familie gerne hier. Denn Zusammenhalt ist unser Elixier. Wir sind super Pinkies, Pinky-tastisch, Pinky-listisch, Pinky-klassisch, Pinky-hafte Pinkies, das sind wir. Wer denn muss sein? Keine Sorge, Leute. Wir finden Opa. Auch wenn wir den ganzen Tag suchen müssen. Die ganze Nacht. Und ich bin hier drüben. Oh, ging wieder fix. Er muss in der Höhle da sein. In dem komisch aussehenden Berg. Das ist kein Berg. Das ist ein Vulkan. Oh, Vulkan oder nicht Vulkan, mir egal. Ich gehe da jetzt rein und rette ihn. Und zwar mit Hilfe von Blaze. Die kriegst du, Picky. Opa! Picky! Bin ich froh, dich zu sehen. An diesem Felsen hier kommt mir irgendwas sehr komisch vor. Opa, setz doch mal kurz die Brille auf. Was? Ah, jetzt seh ich's auch. Der Felsen, auf dem ich bin, zerbricht gerade. Oh nein, Opa! Er ist zu schwer für den Felsen. Der bricht unter der Last. Wir müssen irgendwie darüber kommen und ihn retten. Schnell, wir benutzen mein Abschleppseil, um uns über die Lava auf diese Felsen zu schwingen. Aber vorsichtig! Nur die stärksten Felsen können unser Gewicht tragen. Helft uns, den stärksten Felsen zu finden. Der stärkste Felsen ist auch der größte. Welcher Felsen ist der größte? Der Felsen, ja! Bereit, Picky? Ja, bereit! Der Felsen zerbricht nicht. Wir haben den richtigen ausgesucht. Fürs letzte Mal schwingen brauchen wir den größten Felsen, der keine Risse hat. Welcher ist der größte, der keine Risse hat? Der da! Ja! Ich komme, Opa! Picky fliegt! Es geschafft! Du hast mich gerettet, Picky. Ach, ich bin so stolz auf dich. Ach, danke, Opilein. Und jetzt, wo du sicher bist, können wir das Lagerfeuer machen und Marshmallows rösten. Oh, ich hab voll richtig Hunger auf die Marshmallows. Hör dir nur mal meinen Magen an. Aber Opa, das ist doch nicht dein Magen. Das ist der Vulkan, der gleich ausbricht. Der Vulkan, der gleich ausbricht? Wir müssen so schnell wie es geht hier weg. Alle gut festhalten. Ich schleppe uns sicher hier raus mit Turbo Speed. Wow. Oh. Um Turbo schnell zu fahren, ruft Gib Speed. Gib Speed. Junge, das war spitzenmäßig von euch. Na los, fahren wir weiter. Mal sehen, ob ihr mithalten könnt. Du fährst super, Gabby. Oh, da stürzen Felsen herab. Watts, Achtung! Alles in Ordnung, Watts?
Das wird schon wieder, sobald ich meinen Reifen wieder habe. Warte mal, Watts. So kannst du doch nicht fahren. Stimmt. Doch nicht, wenn dir ein Reifen fehlt. Aber was soll ich denn bloß tun? Ich werde dir helfen, Watts. Mit Blaze und AJ zusammen finde ich deinen Reifen. Ich verspreche es dir. Kommt mit, Leute. Wir müssen einen Reifen finden. Los! Ja! Vielen Dank, Freunde! Helft uns suchen. Der Reifen von Watts ist hier irgendwo. Könnt ihr irgendwo ihren Reifen entdecken? Ja, da ist er! Schneller, Blaze! Er rollt in die Höhle rein! Wird gemacht! Hey, hört ihr das auch, Leute? Klingt, als würde jemand schnarchen. Das sind schlafende Dickhörner! Wir sollten leise sein. Wir wollen auf keinen Fall schlafende Dickhörner aufwecken. Seht mal, da rollt der Reifen von Watts. Oh oh, dieses Dickhorn blockiert den Tunnel. Wir können dem Reifen nur folgen, wenn wir am Dickhorn vorbeikommen. Dazu brauchen wir eine Maschine, die stark genug ist, das Dickhorn hochzuheben, ohne es aufzuwecken. Wir brauchen einen Truck mit Greifarm. Ich bin eine Greifarm-Truck-Monstermaschine! Juhu! Also dann, das Greifen kann losgehen. Also, um das Dickhorn hochzuheben, müssen wir unseren Greifarm direkt über ihm platzieren. Um den Greifarm über das Dickhorn zu bringen, müssen wir ihn dazu hier lang in die rote Pfeilrichtung bewegen oder hier lang in die blaue Pfeilrichtung. In die blaue Pfeilrichtung, ja! Greifarm, greif zu! Geschafft! Wir haben das Dickhorn weggehoben, ohne es aufzuwecken. Kommt schon, weiter geht's. Seht mal, da ist der Reifen von Watts. So ein Rost. Dieses Dickhorn ist direkt auf dem Reifen eingeschlafen. Wir müssen super vorsichtig sein, wenn wir den Reifen wollen, ohne das Dickhorn aufzuwecken. Welchem Pfeil sollen wir folgen, um dieses letzte Dickhorn hochzuheben? Dem roten Pfeil, ja! Los, Greifarm, greif zu! Und jetzt können wir uns endlich den Reifen von Watts holen! Ja! Wir haben den Reifen! Augenblick mal, das klingt doch nach... meinen Freunden! Ihr habt's geschafft, ihr habt mir den Reifen zurückgebracht. Ganz recht, Watts. Und jetzt schraube ich ihn dir wieder an. Was zum Befestigen, bitte? Fühlt sich gut an, endlich wieder fahren zu können. Danke, Leute. Dann schaut her. Es ist mein brandneues Videospiel. Wow. Es heißt Drachenrettung. Das Spiel handelt von einem sehr netten Drachen. Und der Drache fliegt sehr gern. Wow. Guck, wie er fliegt. Eines Tages sieht er einen hohen Burgturm. Aber als er dort landet, um ihn sich anzusehen, wird der Drache da drin eingesperrt. Na, und wer fängt an? Oh, ich zuerst. Mann, das macht sicher Spaß. Ich rette den Drachen. Pass auf, hier kommt eine Matschpfütze. Oh nein, er hat das Spiel fallen lassen. Und jetzt passiert irgendetwas Komisches mit dem Videospiel. Rostfleck, die drei Schlüssel sind aus dem Spiel entwischt.
Oh oh, ohne diese Schlüssel können wir den Drachen aber nicht befreien. Hey, sei nicht traurig, Drache. Wir holen dich trotzdem aus dem Turm raus. Das verspreche ich. Hurra! Warte, wie denn? Ja, die Schlüssel können überall sein. AJ und ich finden sie. Stimmt's, AJ? Ja, das ist dann genau wie im Videospiel. Nur, dass wir es hier spielen, in Reifenhausen. Dann kommt mit. Wir müssen jetzt ein Videospiel gewinnen. Videospiel Helden! Blaze, sieh doch, da ist der magische Schlüssel. Gleich haben wir ihn. Aber es sieht so aus, als ob wir noch einen Zauberspruch abwehren müssen. Diesmal zaubert er Riesenseifenblasen. Wir brauchen was, das die Blasen zerplatzen lässt. Hey, ich weiß was. Wir benutzen Geometrie und bauen ein Schwert. Zuerst brauchen wir drei Dreiecke. Um drei Dreiecke zu bauen, ruft drei Dreiecke. Drei Dreiecke! Jetzt brauchen wir zwei Rechtecke. Um zwei Rechtecke zu bauen, ruft zwei Rechtecke. Zwei Rechtecke! Als letztes brauchen wir vier Parallelogramme. Die sehen so aus. Um vier Parallelogramme zu bauen, ruft vier Parallelogramme. Vier Parallelogramme! Oh ja! Wir haben ein Monstermaschinenschwert! Oh ja! Damit lassen wir die Seifenblasen zerplatzen! Super gemacht, Blaze! Jetzt ist nur noch eine Blase übrig. Aber die fliegt weg und der magische Schlüssel ist drin. Diesmal entkommt der Schlüssel uns nicht, denn wir sind turboschnell. Damit ich turboschnell fahren kann, ruft Gib Speed! Gib Speed! Er geht auch zurück ins Videospiel. Und fliegt zum letzten Schloss. Es hat geklappt. Der Drache ist frei. Wir haben es geschafft. Wir haben den Drachen befreit und das Spiel gewonnen. Wow, also was passiert denn jetzt? Wow, es ist der Drache. Er ist hier in Reifenhausen. Also, ich glaube, er möchte, weil wir ihn gerettet haben, zum Dank einen Rundflug mit uns machen. Wow, na dann los. Rostfleck, da ist das Feuer. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Helft mir, den Turbo-Speed zu aktivieren, damit wir super schnell bei den Feuerwehrtrucks sind. Damit ich Turbo schnell fahren kann, ruft Gib Speed! Gib Speed! Haltet durch, Feuerwehrtrucks! Gleich sind wir bei euch! Der Anruf kam! Die Not ist groß, die Zeit ist knapp, wir düsen los. Wir meistern das mit Leichtigkeit, ob Tag, ob Nacht, wir sind stets bereit. Wir düsen los, düsen los, Hilfe ist gleich da. Wir düsen los, düsen los, hey, das ist doch klar. Der Notfall ist riesig und das ist kein Witz, ja, wir eilen zu Hilfe, so schnell wie der Blitz. Wir düsen los, düsen los, oh, oh, oh ja. Wir düsen los, düsen los. So, macht weiter. Dämmt das Feuer ein. Seht doch, Blaze ist da. Hurra! Er ist da! Was für ein Glück. Wir melden uns zum Dienst, Chef. Wir sind einsatzbereit.
Schön, dass ihr es geschafft habt. Und jetzt kommt, löschen wir das Feuer ein für alle Mal. Packen wir es an! Juhu. Ja, wir schaffen das! Haltet eure Schläuche bereit! Wassermarsch! Ja! Und weiter! Ja! Ja. Auf zum nächsten! Oh, da stimmt was nicht. Ich habe kein Wasser mehr. Oh, ich auch nicht. Oh. Rostfleck, bei mir kommt auch kein Wasser mehr raus. Oh nein. Wir haben alle kein Wasser mehr. Das ist nicht gut. Was sollen wir tun, Chef? Wir brauchen einen Plan. Um das Feuer zu löschen, brauchen wir dringend noch mehr Wasser. Und zwar schnell. Blaze, sieh mal da drüben. Diese Tanks sind voll mit Wasser. Du hast recht, AJ. Haltet durch, Feuerwehr-Trucks. Wir sind gleich wieder da. Ja, ihr schafft das. Mach schnell, Blaze. Um das Feuer zu löschen, brauchen wir so viel Wasser wie möglich. Mit meinem Visier können wir sehen, welcher Tank das meiste Wasser enthält. Visierblick aktivieren. Visier, zeig uns, wie viel Volumen Wasser in jedem Tank ist. Dieser Tank ist mit 50 Kubikmetern Wasser gefüllt. In diesem Tank sind 100 und in diesem Tank sind 70. Hm, welche Zahl ist die größte? 50, 100 oder 70? 100, ja! Und das bedeutet, dass in diesem Tank am meisten Wasser ist. Er hat das größte Volumen. Schnell, AJ, schließ den Schlauch an den Wassertank an. Wird gemacht, Blaze! So, jetzt fließt das Wasser raus. Gut gemacht. Und weiter geht's. Mit diesem Wasser werden wir das Feuer jetzt ein für alle Mal löschen. Ja! Sehen Sie mal, Chef. Blaze ist wieder zurück. Stimmt genau. Und ich habe jetzt genug Wasser, um alle Brandherde zu löschen. Klasse! Wow! Fahrt zur Seite, Männer, damit Blaze das Feuer löschen kann. Fang an, Blaze. Du schaffst das. Und bereit, AJ? Bereit! Los geht's! Löschen wir hier dieses Feuer! Du schaffst das, Blaze! Du schaffst das! Leiter ausfahren! Schlauch aufdrehen! Wir düsen los, düsen los! Diese E ist gleich da! Wir düsen los, düsen los! Hey, das E ist doch klar! Der Notfall ist riesig und das ist kein Witz! Ja, wir eilen zu Hilfe, so schnell wie der Blitz! Wir düsen los, düsen los! Oh, oh, oh ja! Geschafft, Blaze. Wir haben die Brücke gerettet. Hurra! Sehr gut. Der Brand ist gelöscht. Das war der mutigste Feuerwehreinsatz, den ich je erlebt habe. Danke, Chef. Sie können sich immer auf uns verlassen. Schlag ein! Ja! Yeah! Los geht's! Helft mit beim Bauen! Zuerst brauchen wir den Sattelaufhänger. Das ist der Teil, in den die Sachen kommen, die wir sammeln. Um den zu bauen, ruft Sattelaufhänger! Sattelaufhänger! Jetzt brauchen wir Zwillingsbereifung. Das sind Spezialreifen, die den schweren Sattelaufhänger tragen. Um die zu bauen, ruft Zwillingsreifen! Zwillingsreifen! Zuletzt brauchen wir einen starken Dieselmotor, der unserem Sattelschlepper die Kraft gibt, die schweren Sachen zu transportieren. Um den Dieselmotor zu bauen, ruft Dieselmotor! Dieselmotor! Oh, ich bin jetzt eine Sattelschlepper-Monstermaschine! Wow! Siehst du kräftig aus? So fühle ich mich auch. Jetzt spring rein, Trucker AJ! Ja! Wir müssen eine Tierparty retten. Oh, oh, Blaze. Hörst du das? Das klingt wie das Piratendeckhorn. Es will das Riesenrad auch haben. Und diesmal ist es nicht allein. Es hat seine Piratencrew mitgebracht. Ja. Oh Mann, es will uns wieder runterschieben, damit wir nicht ans Riesenrad kommen.
Aber es hindert uns nicht daran, den Berg wieder hochzufahren. Nichts stoppt einen Sattelschlepper. Na los! Damit ich fester drücken kann, erhöhen wir jetzt meine Schubkraft auf die Zahl 6. Zählt bis 6 mit mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Es funktioniert! Jetzt schiebe ich stärker als das Piratendickhorn. Oh oh, doch da kommt noch eins, um seinem Freund zu helfen. Oh. Um stärker als die zwei Dickhörner zu sein, brauche ich noch mehr Kraft. Und zwar eine Kraft von 11. Zählt bis 11 mit mir. Beginnt bei 6. 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Du schaffst das, Blaze. Wir sind schon fast beim Riesenrad. Das Problem ist nur, da oben ist noch ein Piratendickhorn. Um fester zu drücken als die 3, brauche ich mehr Kraft als bisher. Eine Kraft von 17. Zählt bis 17 mit mir. Fangt bei 11 an. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sattelschlepper, los! Wir haben das Riesenrad. Jetzt haben wir alles für die Tierparty aufgeladen. Es kann losgehen. Jetzt wird es Zeit für volle Sattelschlepper-Power. Damit ich super schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Sattelschlepper Blaze, du hast meine Tierparty gerettet! Kommst du nicht mit? Was ist los? Ich versuch's ja, aber aus irgendeinem Grund kann ich nicht fahren. Keine Sorge, Blaze. Ich bin Mechanikerin. Ich repariere dich. Ich kenne mich mit der Mechanik von Trucks aus. Mechanik ist, wenn viele Einzelteile eine Aufgabe erfüllen. Seht mal her. Mechanik-Check. Jetzt sehen wir alle mechanischen Teile von Blaze. Das ist die Mechanik für das Lenkrad. Die Teile drehen die Räder, damit wir lenken können. Und das ist die Bremsmechanik. Mit diesen Teilen bremst man. Das ist die Motormechanik. Die Teile treiben den Truck an. Und das ist die Treibstoffmechanik. Diese Teile pumpen das Benzin in den Motor. Seht mal! Da ist auch das Problem. Seht ihr? Die Benzinpumpe ist gebrochen. Deshalb pumpt sie kein Benzin mehr in den Motor. Kannst du mich reparieren, Gabby? Na klar kann ich das, Blaze. Jetzt funktioniert wieder alles. Reparier es! Wir haben Werkzeug. Sind konzentriert. Wir machen alles, bis es funktioniert. Das Mechaniker-Team repariert es. Das Mechaniker-Team repariert es. Kein Weg ist zu weit, unser Team ist bereit. Wir kriegen es hin, das ist doch kein Ding. Das Mechaniker-Team repariert es. Das Mechaniker-Team repariert es. Hilfe! Oh, ich kann nicht halten! Ich weiß, warum er das nicht kann. Mechanik-Check! Mit seiner Bremsmechanik stimmt was nicht. Seht ihr?
Seine Bremsen haben sich gelöst. Sie können nicht mehr greifen und die Räder drehen sich weiter. Hilft denn keiner? Keine Sorge, Ritter! Das Mechanikerteam ist schon auf dem Weg! Oh. Hey, wo ist der Ritter hin? Er muss in einem der Tunnel verschwunden sein, aber wir wissen nicht in welchem. Achtung, Sir Blaze! Es ist der König! In der Tat! Und ich sah, wohin der Ritter fuhr. Er fuhr in den Tunnel, über dem eine Fahne mit zwei Kreisen hängt. Eine Fahne mit zwei Kreisen drauf? Schauen wir mal. Auf welcher der beiden Fahnen sind zwei Kreise drauf? Auf der da! Ja! Kommt mit! Da ist der Ritter reingefahren. Da vorne ist er! Folgt dem Ritter! Sieh mal, Blaze, noch mehr Tunnel! Und durch welchen ist der Ritter diesmal gefahren? Hallo! Ich habe ihn gesehen. Er ist durch den gefahren unter der Fahne mit den zwei Quadraten. Auf welcher Fahne sind zwei Quadrate? Auf der! Richtig! Da! Dort fährt der Ritter! Aus dem Weg! Schnell, Blaze! Oh oh! Welcher Tunnel ist es diesmal? Blaze? Blaze! Die Prinzessin! Ich habe ihn gesehen. Er ist durch den Tunnel gefahren, unter der Fahne mit den drei Dreiecken. Schauen wir mal, auf welcher Fahne sind drei Dreiecke? Auf der da! Ja! Danke, Prinzessin! Da ist der Ritter! Und jetzt haben wir die Chance, ihn zu reparieren. Ja! Aber wir müssen den Ritter einholen, bevor der Arme bei dem Matschloch ankommt. Hilfe! Festhalten, Mechaniker-Team. Jetzt ist Zeit für Turbo-Speed. Damit ich turbo-schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Ein Glück! Ich hab angehalten! Haha! Du hast es geschafft, Gabby! Ich bin repariert! Oh, ich bin repariert, 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 repariert! Tolle Arbeit, Team! Wir haben's geschafft! Blaze, guck mal! Da ist ein riesiges Matschfeld! Und mittendrin steckt Zack! Zack noch immer hier! Oh Mann! Wir müssen Zack schleunigst aus dem Matsch rausziehen! Kommt mit! Wir müssen mit Turbo-Speed fahren, damit wir super schnell dort sind. Damit ich Turbo schnell fahren kann, ruft Gib Speed! Gib Speed! Aber Blaze, wie sollen wir denn zu Zack kommen? Wir können doch nicht durch den Matsch fahren, sonst bleiben wir auch stecken. Ich weiß, deshalb müssen wir uns wieder was einfallen lassen. Wir müssen uns eine Methode überlegen, wie wir zu Zack kommen, ohne den Matsch zu berühren. Blaze, wie wär's, wenn du so große Flügel hättest wie die Flugsaurier? Dann könntest du zu Zack rüberfliegen und ihn rausziehen. Ja! Lasst uns überlegen, wie man Flügel baut, damit ich wie ein Flugsaurier fliegen kann. Als Grundlage brauchen wir ein Gerüst, das den Flügeln ihre Form gibt. Um das Gerüst zu bauen, ruft Gerüst! Gerüst! Gut, jetzt bespannen wir es mit einer superleichten Folie. Die superleichte Folie drückt gegen die Luft und hilft uns beim Fliegen. Um das zu bauen, ruft superleichte Folie! Super leichte Folie! Jetzt bin ich.
bin ich eine Flugsaurier-Monstermaschine! Tolle Flügel, Blaze. Probieren wir sie mal aus. Ich kann fliegen! Fantastisch! Unser Entwurf funktioniert. Kommt mit! Jetzt ziehen wir Zack aus dem Matsch! Hey! Oh oh, Matschblasen! Wartet! Sagte er gerade Matschblasen? Oh, 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 oh. Hey, da! Oh oh, wir müssen den matschig-pappigen Matschblasen ausweichen. Helft mir auszuweichen, damit ich nicht getroffen werde. Wenn ihr Matschblasen aufsteigen seht, ruft Matschblasen! Matschblasen! Super ausgewichen! Macht euch bereit, gleich kommen noch mehr Blasen. Jedes Mal, wenn ihr welche seht, ruft Matschblasen. Matschblasen! 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 Blaze, guck mal! Zack ist direkt unter uns! Hier, Zack! Halt dich fest! Blaze, du fliegst ja! Und jetzt fliegt Zack hoch! Ja! Wir haben's geschafft, Zack! Jetzt bist du in Sicherheit! Guck mal, da unten sind deine Dinosaurier-Freunde! Hallo, Dinosaurier-Freunde! Jemand ruft uns an. Das ist der Abfallwaschbär. Sucht ihr mich? Entschuldigt bitte Blaze und AJ, aber ihr seid zu spät. Denn wie ihr seht, steht meine Abfallmaschine jetzt hier. Ganz oben auf dem höchsten Gebäude von Reifenhausen. Auf dem höchsten Gebäude von Reifenhausen? Was willst du denn da? Ganz einfach. Von hier oben kann ich meinen Abfall über die ganze Stadt schießen. Und zum Aktivieren muss ich nur den Knopf hier drücken. Für den super-duper Abfallmodus. Jetzt ist meine Maschine voller Abfall. Und sie wird alles herausschießen in 60 Sekunden. Nur 60 Sekunden? Dann los, wir müssen die Maschine stoppen. Rostfleck. Da vorne ist eine Mauer. Benutzen wir die Recycling Power, um durchzukommen. Suchen wir nach Metalldosen wie die. Wir machen aus ihnen eine Abrissbirne und reißen die Mauer damit ein. Helft uns suchen. Wenn ihr Metalldosen seht, ruft Dosen. Dosen! Recycling Power! Jaha! Blaze, sieh mal, da ist die Abfallmaschine, direkt vor uns. Ihr schafft es nicht rechtzeitig. Es sind nur noch 15 Sekunden übrig. Schnell, wir müssen was bauen, das uns da hochbringt. Los! Hey, wie wär's, wenn wir Pappkartons recyceln und daraus Flügel machen? Damit könnten wir da hochfliegen. Wenn ihr Pappkartons seht, ruft Kartons. Kartons! Recycling Power! Drei! Zwei! Hoho!
Ist gestoppt. Keine Flaschen mehr, keine Dosen und kein Müll. Oh, kein Grund zu weinen. Ja, man kann mit Abfall viel mehr machen, als ihn einfach nur auf den Boden zu werfen. Ach ja? Und was? Na, man kann aus alten Sachen etwas Tolles Neues machen. Das nennt sich Recycling. Hier, sieh mal. Recycling Power! Wow! Du hast aus diesen leeren Flaschen und Dosen und alten Kartons eine neue Rennstrecke gemacht! Das ist ja unglaublich! Oh, Blaze, AJ, es tut mir so leid, dass ich alles zugemüllt habe. Aber ich verspreche, dass ich das nie wieder tue. Denn nun liebe ich Recycling! Alles klar! Das freut uns! Na, was sagt ihr? Wollen wir nicht eine Probefahrt auf der neuen recycelten Rennstrecke machen? Na klar, los! Ja! Und ich weiß auch schon, wie unsere Fahrt noch lustiger wird. Wir fahren mit Turbo Speed! Turbo was? Oh, ist das aufregend! Damit wir turboschnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Du kannst es recyceln! Oh, aus allem macht neu! Komm schon, recyceln! Sei mit uns dabei! Verwandle alte neu! Recyceln! Seht, da fliegt der Heißluftballon! Oh oh! Aber jetzt fliegt er übers Wasser. Wir brauchen was, womit wir ihm übers Wasser folgen können. Und zwar schnell. Ich weiß auch was. Das schnellste Boot der ganzen Welt. Ein Speedboot. Ja, helft mit, aus mir ein Speedboot zu machen. Zuerst brauche ich einen Gleiterrumpf. Durch den kann das Speedboot übers Wasser flitzen. Um den Rumpf zu bauen, ruft Gleiterrumpf. Gleiterrumpf! Als nächstes kommt die Schiffsschraube. Wenn die Schiffsschraube sich dreht, schiebt sie das Boot vorwärts. Um sie zu bauen, ruft Schiffsschraube. Schiffsschraube! Zuletzt brauche ich zwei starke Motoren, damit unser Speedboot richtig schnell wird. Um die Motoren zu bauen, ruft Motoren. Motoren! Oh ja! Ich bin eine Speedboot-Monstermaschine! Spring rein, AJ, und drück auf die Speedboot-Tube. Geht klar! Achtung! Oh Mann, wo kommen die Kanonenkugeln plötzlich her? Ich glaube, ich weiß woher. Von den Piraten da. Jaha! Kanonenkugel abfeuern! Oh. Puh. Die Piraten versenken wohl gerne Boote. Aber uns versenken sie nicht, denn ich habe eine Idee. Passt auf! Seht ihr den Felsen im Wasser? Er ist geformt wie eine Rampe. Ja! Und wenn wir mit unserem Boot schnell genug über die Rampe fahren, springen wir über die Piratenschiffe. Macht mit und helft uns wieder. Aktiviere die Tachoansicht. Um über das rote Piratenschiff zu springen, müssen wir mit Tempo 30 fahren. Zählen wir in 10er Schritten bis 30. Sprecht es mir nach. 10. 10. 20. 20, 20, 30, 30! 30.
sind an dem roten Schiff vorbei. Ja! Oh nein! Crusher und Picky fliegen gleich in den Schleimvulkan. Rostfleck, wenn wir sie retten wollen, müssen wir noch schneller fahren als vorher. Erhöhen wir unser Tempo also schnell auf 100. 100? Wow! So schnell sind wir bis jetzt noch nie gefahren. Aber wir schaffen das, denn wir können turbo-schnell fahren. Damit wir turbo-schnell werden, ruft, gib Speed! Gib Speed! Turbo-Speed! Schauen wir auf den Tacho und kontrollieren, ob wir schon 100 fahren. Zeigt der rote Pfeil auf die Zahl 100? Ja! Yeah! Wir kommen, Crusher und Picky! Hurra! Ihr habt uns gerettet! Gern geschehen, ihr zwei! Jetzt festhalten! Ballonrummel, wir kommen zurück! Wir haben's geschafft! Oh, danke, danke, danke! Ach, aber gerne, Picky.